Hallo, ich bin Marco von Reisen nach Atlantis und ich möchte mit euch eine Idee teilen, die ich vor ein paar Jahren gehört habe und die ich sehr interessant finde, die mich sehr zum Umdenken bewegt hat. Und zwar geht es um den Staat und seine Alternativen. Wir kennen den Staat aus unserem Alltag, weil wir unsere Steuern bezahlen müssen, weil wir vielleicht mal ausgeraubt wurden und dann die Polizei rufen mussten oder uns wurde etwas gestohlen. Hoffentlich ist uns nicht zu schlimme Dinge passiert, aber wir sind wahrscheinlich mit dem Staat in Berührung gekommen. Auf die eine Art oder andere und sehr viele Bereiche des täglichen Lebens sind praktisch durchdrungen vom Staat. Eine Sache, die der Staat macht, ist zum Beispiel, er baut Schulen und viele von uns oder eigentlich, ich würde mal sagen, fast 100% von uns sind zur Schule gegangen, zu einer staatlichen Schule und sind wir in Kontakt gekommen mit dem Staat. Oder durch verschiedene Institutionen oder Agenturen, die vom Staat geleitet werden. Das sind so die Berührungspunkte, die wir haben im Staat. Und deswegen ist das Argument, was ich euch jetzt präsentieren möchte, umso faszinierender. Denn beziehungsweise nicht das Argument, sondern sozusagen die Idee. Ja? Oder die Frage, gibt es Alternativen zum Staat? Können wir in einer staatenlosen Gesellschaft leben? Das ist die Frage. Und ich möchte euch eine theoretische Möglichkeit aufzeigen, wie dies möglich ist. Nun, also wie gesagt, der Staat hat die Polizei, hat die Schulen, all sowas. Das heißt, also Polizei, da geht es um Sicherheit. Ja? Der Staat möchte Sicherheit geben durch die Polizei. Und wenn ich mich bedroht fühle oder mir etwas gestohlen wurde oder so, dann gehe ich zur Polizei, um dort Gerechtigkeit zu bekommen. Und dadurch, wenn wir oft Gerechtigkeit bekommen, dann sind die Chancen auch groß, dass wir sehr sicher sind. Wie kann man das machen, wenn wir in einer staatenlosen Gesellschaft leben? Dann gibt es ja gar keine Polizei. Das heißt, wie kann man dieses Problem lösen in einer staatenlosen Gesellschaft? Und da kommt jetzt diese Idee ins Spiel, die nennt sich Konfliktlösungsorganisation. Ja, eine Konfliktlösungsorganisation. Das ist praktisch eine Institution, es ist praktisch eine Versicherung. Ja? Wir sind alle, denke ich mal, krankenversichert. Das heißt, es gibt eine Organisation von Menschen, der wir regelmäßig eine bestimmte Summe bezahlen. Und wenn wir krank werden, dann wird man sich um uns kümmern. Und dieses Modell einer Krankenversicherung können wir auch auf die Sicherheit anwenden. Ja? Das heißt, in einer staatlosen Gesellschaft wäre es möglich, dass es solche Konfliktlösungsorganisationen gibt, denen wir regelmäßig Geld bezahlen und damit finanzieren die all die Dinge, die die Polizei auch macht. Also, und vielleicht sogar noch mehr. Ne? Also zum Beispiel können die GPS ans Auto machen, dann wird es schneller gefunden, wenn es gestohlen wird und die ganze Sachen, die Polizei so macht, ja, das kann alles diese Organisation organisieren. Und das ist jetzt diese eine Möglichkeit. Und Schulen und so, dazu brauchen wir gar keine Konfliktlösungsorganisation, sondern das können wir eigentlich auch unter uns machen oder beziehungsweise wir machen einfach eine Organisation von Eltern, die gemeinsam eine Schule gründen und
so können wir dann unsere Kinder erziehen. Und genau, also es gibt halt, man kann sich ganz viele Möglichkeiten ausdenken, wenn man versucht sozusagen außerhalb des Rahmens zu denken. Und ich habe nur ein paar Beispiele genannt und ich habe es auch nicht so in großem Detail jetzt erklärt. Wenn ihr wollt, könnte ich das noch ein bisschen mehr erklären, auch basierend auf euren Fragen. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Denn es ist für viele Leute, wenn sie das erste Mal von dieser Idee hören, dass es auch anders laufen kann ohne den Staat, dann kommen sie in diesen Modus, wo sie ganz schnell sagen, ja, aber das funktioniert nicht, aber das funktioniert nicht, aber das funktioniert nicht. Und ich möchte euch einladen, anstatt euch das jetzt lang und breit zu erklären in allen Details, ich denke, wenn ihr das hört, das hier anschaut, dann seid ihr sehr intelligente Menschen. Und deswegen wollte ich euch nicht die ganze Arbeit abnehmen, sondern wenn ihr eine Idee habt, ja, aber das kann nicht oder das geht nicht oder das geht nicht, ohne den Staat, dann will ich euch einladen, erstmal zu fragen, okay, wie würde ich das denn lösen? Wie könnte es denn doch gelöst werden? Ja? Und ich bin gespannt, was von dieser Idee hält, von Konflikt, Lösungsorganisation, praktisch eine Versicherung für deine Sicherheit. Und wie gesagt, basierend darauf mache ich dann noch ganz viele weitere Videos für euch, in denen ich dieses Konzept erkläre. Aber jetzt geh am besten bitte auf reisenachatlantis.de, wenn ich dein Interesse geweckt habe. Und dort kannst du dann der Facebook-Gruppe beitreten und dort werden hoffentlich ganz viele tolle Diskussionen entstehen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!